Okay, nicht einschüchtern lassen, Theresa. Theresa, Klingen und Scheren unter Verschluss. Ja, meine Wache wird immer an ihrer Seite sein. Mhm. Und wenden Sie ihm niemals den Rücken zu, okay? Gut. Theresa. Ja. Aufpassen. Gut. Sie kommen klar, Theresa? Theresa, dass Sie mich so erlebt haben, das tut mir leid. Ich hatte mich nicht im Griff. Das darf nicht passieren. Es spricht nichts dagegen. Theresa? Schon gut, Mark. Theresa? So geht das nicht. Theresa, Dennis ist mit 16 für 3 lange, prägende Jahre ins Gefängnis gekommen. Der Knast, der hat seinen Alltag organisiert. Was gibt's denn da nicht zu verstehen? Wie sind die Werte, Theresa? Alles im Normbereich, keine Auffälligkeiten. Theresa und ich, wir werden Sie jetzt allein lassen. Danke, Theresa. Gern. Theresa? Danke. Ich weiß selbst, was ich mir zumuten kann. Ich bin mir da nicht so sicher, Theresa. Ich aber. Und, Theresa, Sie gehen bitte auf Station 1, ja. Theresa? Wir müssen reden. Theresa. Die Werte sind sehr schlecht. Ja. Fühlen Sie als Enkelin, aber handeln Sie als Ärztin. Ja, genau das werde ich tun, wenn es soweit ist. Es ist soweit, Theresa. Ich aber nicht. Theresa, Sie sollten jetzt nicht hier sein. Mir geht's gut. Theresa, es geht hier nicht um mich. Theresa? Ja. Haben Sie kurz Zeit? Ich brauche Ihre Hilfe. Ja. Theresa, Sie wollten sich doch nützlich machen. Jetzt können Sie es. Ich habe mit Dr. Wöhle einen sehr zeitintensiven Patienten. Frau Graf braucht jetzt eine engmaschige Betreuung, eine umfassende Palliativpflege. Sie haben die Erfahrung, wir sind doch ein gutes Team. Theresa, bitte, ich habe heute noch eine komplizierte Magenresektion. Ich schaffe das nicht allein. Wie geht's, Frau Graf? Ich weiß ganz genau, was Sie vorhaben. Ja, dann wissen Sie auch, wieso. Weil Sie gerne Spielchen spielen. Nein, Theresa, das ist kein Spiel. Sie laden eine sterbende Patientin bei mir ab. Wollen Sie mich quälen, ja? Frau Graf braucht Sie. Und Sie brauchen Frau Graf. Ich habe gerade meine einzige Verwandte verloren. Und eine Patientin, die im Sterben liegt, ist im Moment das Letzte, was ich gebrauchen kann. Gut, Theresa, Sie sind Ärztin. Wenn Sie den Tod Ihrer Großmutter nicht vernünftig... Sie war viel mehr als das. Ich hätte alles getan, um meiner Oma ein wenig mehr Zeit zu verschaffen. Theresa, es ist nicht Sinn der Palliativmedizin, die Überlebenszeit um jeden Preis zu verlängern. Die Wünsche der Patienten zu ignorieren, auch nicht. Und Theresa, alles, was hilft, ist erlaubt. In jeder Menge. Okay? Theresa, was kann ich für Sie tun? Nichts, alles gut. Ich mag es nicht, wenn Mütter so zu ihren Töchtern sind. Ach, kommen Sie, Theresa, Sie machen den gleichen Fehler nochmal. Theresa, finden Sie raus, was für ein Laden das war. Theresa, ich will alles wissen. Marke des Bleichmittels, die genauen Umstände des Unfalls, einfach alles, okay? Ja. Frau Wetzel? Theresa? Sie müssen bitte hier draußen bleiben. Okay, Theresa, tun Sie bitte so, als hätten Sie nichts bemerkt. Hm? Tun Sie es einfach. Holen Sie bitte den Rollstuhl und fahren zu ihm hin. Wie stehen Sie eigentlich zu prophylaktischen OPs, Theresa? Neutral. Die meisten Probleme haben ihre Wurzel in der Kindheit, Theresa. Erst die China-Pfanne und dann Freud. Wow.